Wie viel haben wir denn noch? Wir haben 44. Aha. Machen wir Schnellreise dahin, ja. Nee, machen wir da gleich Schnellreise. Das ist ja gleich genau beim Diamanten. Na erst, Alter, da werden wir es natürlich gleich mal alles plündern. 0,nix. Ich glaube, es ist Weggasse. Wir sollten eh schon, wie viele Punkte wir schon wieder haben. Ich glaube, wir haben 6 oder 7 sollten wir haben. Dadurch, dass wir jetzt wieder 3 haben. Könnte es gut möglich sein, dass wir da ein paar haben. 7, perfekt. Was haben wir denn da eigentlich allgemein? Der Schweißbrenner wurde im Fahrzeug, hat er hinzugeöffnet, safe oder repar. Die Angriffe versuchen weniger Schaden, Raubtiere, außer greifen nicht dich, sondern gegen in deinen Nähern. Beutetiere fliehen seltener vor dir. Fernzündung, Annäherung. Das ist immer so eine gute Frage. Kugeln fügen Fahrzeugen mehr Schaden zu, klappt am besten mit panzerbrechender Munition. Schnelleres Nachladen ist immer geil. Aber ist eigentlich eh nur schnelleres Nachladen. Mir ist es eigentlich auch nicht. Ah, Tech Town Meister. Ist auch nicht schlecht. Ja, machen wir das. Weniger Schaden durch Stürze. Wieso nicht? Da oben haben wir auch gleich schon das nächste. War irgendwas in der Nähe? Ja, den Stern brauchen wir auch nicht. Stern ist schon wieder weg. Scheint. Sind wir ganz allein. Voll überlogen. Oh, da. Okay. Ja. Sollte jetzt auch wegklettern? Ja. So, warte, machen wir es nochmal. Ja, genau. Von A nach B. Geil. Oh, das ist geil. Ja, wieso nicht? Ich nehme die Schote. Hehehe. Scheiße. Ja, das ist immer mein Problem, weil ich immer die Befürchtung habe, dass da irgendwie was passieren könnte. Klar, wir hätten da oben bleiben sollen, ja. Jetzt haben wir verkackt. Und wie wir verkackt haben. Kannst nicht den verschissenen Berg auflaufen, der ist ja Wahnsinn. Ja. Kannst ja gar nichts. Immer runter machen den Charakter, das ist immer cool, das ist immer gut. Immer den Charakter runterbar. Alter, wie schnell waren wir da von A nach B, Alter? Oh! Und wer soll das wieder sehen? Und wer soll das sein, wenn ich so fragen darf? Also, ich hab keine Götter. Au! Ich bin ja gerade frisch angekommen. Wahnsinn, krieg gleich eine Explosion am Nacken. Eieieiei. Zack. Da oben ein Bär nachgekommen. Einmal. Zweimal. Und diesmal nicht extra auf A drücken, sondern es geht alles automatisch. Ich bin da bis heute doch immer paranoid wegen Lara Croft, weil da musste man extra drücken. Da musste man extra drücken in dem Fall. Deshalb, da bin ich und bleibe ich lieber paranoid ein bisschen. Oh. Wenn der mir jetzt angreift, da in der Luft, dann zucke ich aus. Passt! Sandrutsche und drin sind wir. Aha. Perfekt. Da haben wir es. Denken wir gerade so, wo sind die Sachen? Das Einzige, was mich nur interessiert, wo sind die Sachen? Zack, 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 zack. Mani und zack. Perfekt. Und da kommen wir auch gleich wieder auf. Oh, das ist schon weg. Scheiße. So, next. Haben wir da. Ist das nächste. Wow, kann auch sein. Also,
Einmal. Eine dritten. Ah, wie schön, dass man immer so schön rutschen kann. Nein, wir wollen keinen Gott ziehen. Ha, da haben wir wieder eine gute Information. Sicher wieder. Jo, wem haben wir denn eigentlich wieder als Elfer? Zack, 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 zack. Du, warte, ich muss mit dir eigentlich reden über eine gewisse Sache. Da gibt's keinen Konflikt mehr, also der Konflikt ist schon längst wieder weg. Sie bildet sich nur den Konflikt ein. Sie ist paranoid. Du hast uns unsere Heimat zurück. Ich wollte mal nach Mabel in ihrem Studio sehen. Ich dachte, ich tue ihr einen Gefallen. Aber sie hat mich bloß angeschnauzt und ihren verdammten Puma auf mich gehetzt. Und dann auch noch ein Puma? Was ist denn das für eine Lady? Du bist gerade im Puma fernhältst. Eieiei. Da ist mein Auto. Passt. Eintreten und weiter vorne. Let's go zum Ziel. Aha, da haben wir eine Informationsstelle. Frage ist nur, für wo ist die Informationsstelle?